Hallo, hallo, hallo und willkommen im nächsten Social Lensing Vlog. In dieser Episode unterhalten wir uns über ein interessantes Thema. Ist Salsa zu kompliziert geworden? Diese Frage kann man natürlich mit Ja oder mit Nein beantworten, aber das wäre viel zu kurz, wenn man mich kennt. Daher werde ich in dieser Episode ein paar Gedanken von mir verraten und die Antwort, die ich sehr wohl geben werde, damit auch begründen. Es ist schon ein Zeitl her, dass ich mich so vor die Kamera gesetzt habe und über ein Thema geredet habe, denn unser Junior ist ein halbes Jahr alt und entweder war ich zu laut für ihn oder ist er zu laut für mich bzw. für das Video. Aber heute ist er bei der Oma, schlaft bei der Oma und tada, ich habe die Bude frei für einen Vlog. Diese Frage verfolgt Conny und mich bereits seit Jahren. Und meine Antwort dazu ist leider nicht so simpel, wie die Frage sich so stellt. Die Frage ist eigentlich vielschichtig und beinhaltet Subfragen, wie zum Beispiel, gibt es zu viele Salsa-Stile? Muss man unbedingt on tu tanzen, wenn man cool sein will? Muss ich dreifach Drehung am Platz tanzen können, um überhaupt bei einem Festival mitmachen zu können? All das sind die Fragen, die eben unter dieser Frage, ist Salsa zu kompliziert geworden, zu stellen, um die Antwort daraus zu bekommen. Die Sache wird dann vielschichtig, wenn man sie damit wirklich auseinandersetzt und beschäftigt. Anstatt einfach irgendeine Meinung zu schnell zu äußern oder gar noch schlimmer, wenn du eine Meinung von jemandem anderen äußerst, als wäre es deine. Salsa ist eben ein Mix aus sehr vielen Rhythmen, aus sehr vielen Bewegungsformen und es ist eben eine Soße. Ja? Und es hat sehr viele Facetten und es hat dadurch haben sich sehr viele unterschiedliche Charaktere gebildet. Das wiederum führt zu unterschiedlichen Interpretationen aus unterschiedlichen Kulturen und Umgebungen. Wenn man sich die Evolution von der Salsa-Community seit den späten 90er Jahren ansieht, wird man ziemlich schnell merken, dass das Ganze sehr seriös und sehr raffiniert geworden ist. Das ist jetzt die Frage, ob das gut oder schlecht ist, das lassen wir jetzt einmal. Es ist so. Aber das ist eigentlich eine überflüssige Frage, ob das gut oder schlecht ist. Niemand soll und kann die Evolution stoppen. Das ist das Natürlichste auf der Welt. Aber man kann und soll diese Entwicklung hinterfragen und sich Fragen eigentlich stellen bzw. bewusst entscheiden, will ich da mitgehen und will ich da mit der Masse mitschwimmen oder will ich mich selbst entscheiden, finde ich das gut und gehe ich mit. Man hat in den 70er Jahren den Begriff Salsa deswegen eingeführt, dass es den Leuten einfacher wird, den Begriff zu verstehen, damit man es eben vermarkten kann. Mittlerweile sind all diese Subkategorien deutlich mehr in den Vordergrund gerückt und das könnte ein wenig verwirrend sein für manche. Wir haben Cuban Style, Crossbody Style, New York Style, Pachanga, Son Cubano, Timba, On One, On Two, Boogaloo, Afro-Cuban, Rumba, Guaguancó. Wir haben so viele Begriffe in Salsa und das war früher anders. Man hat all diese Begriffe nicht so gekannt. Meiner bescheidenen Meinung nach hat sich die Qualität des Unterrichts in der Latin-Szene nicht so ganz mit der Events und der ganzen Community mitentwickelt. Es ist, die Qualität des Unterrichts ist nicht ganz so mitgegangen, meiner Meinung nach, im Allgemeinen jetzt. Man sucht auf den Workshop-Plänen von den Festivals sehr lange nach konzeptuellen Workshops mit viel Technik oder Zusammenhängen. Vieles dreht sich rund um Buttonwork und Shines. Es sind endlose Abfolgen von fancy Figuren direkt aus den Shows der Instruktoren herausgenommen und komplexen Shines-Kombinationen ohne sehr viel Know-how oder zu verraten oder beziehungsweise korrekte oder zumindest schmerzfreie Ausführung derselben Figuren oder Kombinationen.
Ich persönlich vermisse den ganzheitlichen Zugang und vor allem den Überblick im Unterricht bei den meisten Lehrern. Zu oft wird der persönliche Stil bzw. die persönliche Referenz eines Lehrers wird zu Fakten mutiert, wodurch der Lernende nicht mehr verstehen kann, was eigentlich ist die wahre Basis und was ist die persönliche Präferenz von dem jeweiligen Instruktor. Je besser man das auseinandersetzen kann, desto klarer ist, was das Fundament ist und was ist der Stil. Ich weiß, ich rede davon auch schon sehr lange und ich wiederhole mich auch immer wieder dabei, aber ja, hey, das ist auch meine Spezialität. Nochmal jetzt aber kurz zur Titelfrage von dem Blog. Ist Salsa zu kompliziert geworden? Ich verspreche, ich werde die Antwort geben. Aber reden wir ein wenig über das Wort kompliziert. Was bedeutet das eigentlich? Weil dann wird die Antwort dementsprechend auch etwas klarer werden. Und damit hoffentlich auch die Botschaft von diesem Blog. Die meisten von uns empfinden eine Sache kompliziert, wenn wir sie nicht verstanden haben. Wenn wir nicht verstanden haben, wie die Zusammenhänge so wirklich sind, oder? Auch eben, wenn die Zusammenhänge sehr komplex und sehr vielschichtig erscheinen, empfindet man dieses Thema als kompliziert. Aber meiner Meinung nach würden wir tatsächlich verstehen, wie die Grundlagen sind und wie ihre Verbindung zu den komplexeren Teilen von einer Materie, die wir gerade lernen oder mit der wir uns gerade beschäftigen, dann bekommen wir eigentlich sehr viel mehr Überblick über dieselbe Materie und empfinden sie immer weniger kompliziert. Das heißt, je besser wir etwas verstehen, wie es zusammengesetzt ist, desto weniger kompliziert empfinden wir das Thema, oder? So weit, so gut. Dementsprechend, konkret, müsste man die Basics, eben diese Grundlagen, viel mehr als Basis in Unterricht nehmen, diese Basics dann polieren und perfektionieren, an ihnen schleifen und arbeiten, sie so raffinieren, um dann daraus eine komplexe Figur und Variation auf diese Basis von denselben Basics dann aufbauen. Damit würden die Lernenden dieselben Basics sehr viel mehr schätzen und erkennen eigentlich, wie wichtig sie sind. Und damit würde die Qualität des Tanzens im Allgemeinen auf den Tanzflächen deutlich steigen. Quasi die Popularität der Basics wäre deutlich höher. Leider sehen viele Instruktoren die Basics als selbstverständlich und gehen eigentlich davon aus, dass es alle bereits schon wissen und kennen bzw. beherrschen. Das ist leider nicht so und eben schade. Meiner Meinung nach steckt darin sehr viel Potenzial. In anderen Tanzstilen wie Lindy Hop, West Coast Swing, Tango zum Beispiel, werden die Basics förmlich zelebriert, gefeiert und in fast jeder Unterrichtsstunde werden sie unter die Lupe genommen. Von diesen Communities kann, glaube ich, die Latin Community sich sehr viel abschauen. Salsa ist eben ein sehr schneller Tanz. Es passiert ziemlich viel in sehr kurzer Zeit. Meistens zumindest. Das heißt, wenn die Basics nicht ganz sitzen, besteht die Gefahr, dass man sich unkontrolliert auf der Tanzfläche bewegt und somit kann man seinen Partner gefährden bzw. zumindest ihn ziemlich durch die Gegend stressen. Wäre auch schade. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, dass viele Tänzer und vor allem Tänzerinnen von Salsa zu Bachata und vor allem zu Kizomba gewechselt haben, denn es liegt auf der Hand, die Connection in diesen Tänzen ist deutlich angenehmer, vor allem für die Ladies. Aber das ist wieder ein anderes Thema, in dieses gehen wir in diesem Vlog sicher nicht ein, das wäre viel zu lange. So, jetzt aber ich habe ziemlich lange herumgeredet und bin dir eigentlich eine Antwort schuldig auf die Frage, ist Salsa kompliziert geworden? Salsa an sich ist ein ziemlich komplexes Gebilde mit all den vielen Musikrichtungen und daraus folgenden unterschiedlichen Ausführungsvarianten und Stilen und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt endlich die Antwort. Nein, ich finde nicht, dass Salsa kompliziert geworden ist. Nicht mehr, als es
immer schon war. Und es muss auch gar nicht kompliziert sein. Ich finde eben nur, dass es viel zu selten vermittelt wird, wie die Zusammenhänge, wie die Grundlagen, wie das Fundament wirklich ist und aus welchen Bausteinen Salsa grundsätzlich gebaut wird. Je klarer dieses Fundament, desto weniger komplizierter empfindet man die Materie. Ganz einfach. Diese Komplexität soll aber wiederum nicht vom Anfang an vermittelt werden, weil dann schreckt man die Leute damit ab. Mit der Zeit und mit der Evolution der Lernenden, sprich der Schüler, steigt auch ihre Fähigkeiten und vor allem ihre Bereitschaft, sich mit der Materie tiefer zu beschäftigen und mehr hinein einzutauchen, und dann will man auch mehr davon erfahren. Dann ist die Zeit reif, noch tiefer einzutauchen. Klar, alles zu seiner Zeit. Dieses Video mag jetzt kritisch erscheinen, als würde ich jetzt mit Finger auf irgendjemanden zeigen. Und ja, damit würdest du vielleicht recht haben. Aber ich will nicht jetzt auf irgendwie spezifisch mit Finger zeigen, wie es die anderen besser machen könnten. Ich möchte vielmehr die Wahrnehmung sensibilisieren und auf grundsätzliche Herausforderungen der gesamten Salsa-Community zeigen. Wir selbst, also Conny und ich und unser gesamtes Team in der Tanzschule, setzen die ganzen Vorschläge, die ich in dem Blog erwähnt habe, seit Jahren in unserem Unterricht um. Es ist natürlich klar, dass wir sowohl in unserer Tanzschule als auch in unserer Online Social Dancing Academy genau dieses Konzept verfolgen, das ich beschrieben habe. Wir nennen dieses Konzept Basic to Wow. Ja, das klingt ein bisschen cheesy, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir einfache Elemente hernehmen, sie zuerst einmal polieren und schauen, wie die Grundtechniken da ausschauen. Und dann mit diesem Wissen bauen wir dann etwas auf diesen Basics, etwas Tolles, etwas vielleicht manchmal fancy, manchmal eye-catchy, etwas Interessantes einfach darauf auf. Irgendwo hier oben werde ich einen von unseren Salsa-Snacks verlinken, und da kannst du dir anschauen, was wir damit meinen. Unsere gesamte Online Social Dancing Academy ist auf diesem Prinzip quasi von Basic to Wow aufgebaut, und unsere Member in der Academy schätzen das sehr. By the way, wo wir schon die Online Academy erwähnen, unten in der Beschreibung ist ein Link, und da kommst du hin und du kannst dir auch ein 24-Stunden-Gratis-Abo buchen, und dann kannst du ja mal anschauen, ob das wirklich so ist, wie ich jetzt hier behaupte. Du kannst mich ruhig testen. Mich würde es aber noch viel mehr interessieren, wie kompliziert siehst du Salsa mit all seinen Facetten? Gibt es irgendwelche Bereiche, die für dich verwirrend sind, und wo hast du so deine Herausforderungen im Verständnis oder im Tanzen, in der Umsetzung? Kommentiere bitte unten deine entweder Frage oder Meinung über dieses Thema. Wir würden uns sehr gerne darüber unterhalten. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und dass du so lange dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass du aus dem Ganzen ein wenig was mitnehmen konntest, und wenn ich dich zumindest zum Nachdenken angeregt habe, dann habe ich genau mein Ziel erfüllt. Also, wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder noch viel besser irgendwo auf der Tanzfläche. Alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao.